Wir entwickeln heute einen Schwarz-Weiß-Film, und zwar den Fomapan 400. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das mache und was wir alles dafür brauchen. Als allererstes brauchen wir eine Entwicklungsdose. Diese Dose enthält die Spulen, worauf wir dann den Film drauf spulen können. Und das müssen wir dann natürlich in der völligen Dunkelheit machen. Und dafür eignet sich perfekt der Dunkelsack. Dort fährt man mit den Händen rein und dann kannst du dann da drinnen in völliger Dunkelheit den Film aufspulen. Ist ein bisschen tricky, aber muss man üben. Ist aber irgendwann gar kein Problem mehr. Dann brauchen wir ein Temperaturmessgerät, dann brauchen wir Messbecher für die Fixierung und für die Entwicklung. Ich habe in dem Fall zwei, einfach um das nicht zu mischen. Und dann brauchen wir den Entwickler. In meinem Fall ist das der Rodinal, beziehungsweise Adonal heißt der. Den habe ich, seitdem ich Schwarz-Weiß-Film entwickle, benutze ich nur den und habe damit absolut keine Probleme. Ich finde den mega. Ich glaube zumindest, viele sagen, dass der ein bisschen mehr Grain halt auf den Film gibt, aber dafür fotografiere ich ja Film. Dann brauchen wir den Fixierer. Der Fixierer ist halt dafür da, dass die Entwickler, dass der Film einfach nicht mehr lichtsensitiv wird. Und dann brauchen wir noch das Adoflow, das ist im Grunde das Stabilisationsbad, was halt dazu führt, dass der Film besser trocknet und halt länger in den Aufbewahrungsfolien hält. Ich empfehle euch die App dazu, Massive Dev App. Diese Massive Dev App zeigt euch, welcher Film bei welcher ISO mit welchen Entwickler mit welcher Zeit entwickelt werden muss. Und da hast du sozusagen die Push-Entwicklung dabei, du hast die Pull-Entwicklung. Bei Schwarz-Weiß wüsste ich jetzt nicht, warum man pullen sollte, aber egal. Halt, wie man den halt auch normal belichteten Film entwickelt. Die zeigt dir halt an, ich weiß nicht, ob man es erkennt, welche Zeiten der hat. In meinem Fall ist es zum Beispiel, dass ich eine 1:50 Verhältnis vom Entwickler zu Wasser brauche. Dementsprechend brauche ich in dem Fall 490,2 Milliliter Wasser und 9,8 Milliliter Entwickler. Ja, und grundsätzlich ist es dann so, du spulst den Film halt in diesem Dunkelsack auf, das müsst ihr halt selber üben und dann geht es halt schon los. Viele machen auch nochmal eine Vorwässerung, um den Film auf Temperatur zu bringen. Ich mache das schon lange nicht mehr und habe bisher keine Probleme gehabt. Dann mische ich mir halt den Entwickler zusammen. Man sollte die Temperatur des Entwicklungswassers ungefähr so bei 20 Grad halten. In meinem Fall mache ich das so ungefähr, wenn da aber mal 5 Grad drüber oder 5 Grad drunter, 0,5 Grad drunter ist oder drüber ist, dann mache ich da nicht so viel Stress, ich benutze das so und dann ist das auch gar kein Problem. Man muss ja auch mal gucken, dass der Entwickler hat ja auch eine gewisse Temperatur. Wenn du jetzt beispielsweise 19,5 nimmst und du kippst den Entwickler zu, dann sollte das Wasser eigentlich im Grunde auch schon wieder die entsprechende Gradzahl haben. Ich habe bisher keine Probleme gehabt, wenn ich habe sogar mal 21 Grad gehabt oder so und habe damit auch absolut keine Probleme gehabt. Und dann ab in die Entwicklungsdose und dann wird geschwenkt. Ich mache das immer so, dass man, ich versuche euch das mal zu zeigen, dass die App, da dreht sich unten, hier unten, so ein Entwicklungstank und ich versuche immer anhand des Entwicklungstanks zu schwenken. Ich glaube, die erste Minute wird durchgängig geschwenkt und dann alle 30 Sekunden, ich glaube 10 Sekunden schwenken. Viele machen halt da so eine Wirtschaft raus und machen da so einen Stress und machen halt, ja, du musst es immer in dem gleichen Rhythmus machen und du musst dann dies machen und jenes, sonst passiert das und das und du hast keine durchgängig gleichen Ergebnisse. Ich habe bisher noch gar keine Probleme gehabt und ich will da auch nicht so ein Hackmack draus machen, weil das ich möchte was Entspanntes draus haben und ich habe, meine Bilder sehen eigentlich immer geil aus. Wenn ihr dann in dem Fall muss ich halt das 19 Minuten lang so machen, danach wird eine Minute lang gewässert, um halt so ein bisschen die Entwicklung zu stoppen und danach wird 5 Minuten fixiert. Den Fixierer mische ich mir mit einem Verhältnis von 9:1 in einem Liter an, um damit dann 10 Filme entwickeln zu können. Das mache ich immer wieder frisch, nach 10 Bildern sozusagen, nach 10 Filmen. Und ja, und dann wird fixiert. Nach der Fixierung wird ordentlich gewaschen. Der wird gewaschen, gewaschen, gewaschen. Ich habe da so einen Schlauch, den mache ich an mein Wasser anschließen. Und dann wird der Film ordentlich, da kann man das in die Dose stecken. Und dann wird das ordentlich
spült. Da wird sozusagen die Fixierung wird abgespült vom Film. Danach benutze ich destilliertes Wasser, fülle das auf, mache 2-3 Tropfen von dem Aluflow dran. In meinem Fall habe ich hier irgendwie von Kodak so einen Flow mir gekauft. Das ist im Grunde kannst du hochkonzentriertes Fitwasser. Was halt dazu führt, dass es der Film halt besser trocknet und im Großen und Ganzen führt es dazu, dass du weniger Staub hast. Und jetzt kommt so ein bisschen mein Geheimtipp, würde ich sagen. Ich benutze das jetzt seit schon öfters und habe damit super Erfahrungen gemacht. Ich habe mir eine Salatschüssel gekauft, um dann halt mit Hilfe der Fliehkräfte das Drehen und das Wasser von dem Film, das restliche Überschusswasser abzubekommen und den Film schon so trocken wie möglich zu bekommen. Und dann hänge ich den in der Dusche aus. Vorher wird aber die Dusche einmal kurz auf heißes Wasser aufgedreht, damit da so ein bisschen Dampf entsteht. Und dann hänge ich den in die Dusche und somit hast du weniger Probleme, was Staub angeht. Ich bin damit super zufrieden mit diesem System und es funktioniert perfekt. Ja, im Grunde war es das auch schon. Viel gibt es gar nicht dazu erzählen. Ich finde, viele haben immer Angst, dass es so viel Arbeit ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich tiefenentspannt. Man muss da einfach nicht so viel Stress machen. Dann funktioniert das auch perfekt. So, ich hoffe, das war hilfreich und hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ihr Fragen habt, packt das einfach in die Kommentare. Ich bin stets dafür, Leute in die Richtung der analogen Fotografie zu bringen und auch die Entwicklung heranzutreiben. Dementsprechend macht das einfach, lasst euch nicht demotivieren, was das angeht, sondern die Schwarz-Weiß-Entwicklung ist tiefenentspannt. Das Problem ist eigentlich eher nur das Scannen. Aber dazu mache ich auch noch ein Video, wie ich meine Bilder scanne. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis später.